2 seconds, cause that ain't enough. The love run out, so we're here to try to make it. So open up a bottle, grab that pill and just take it. No faking or taking, just pounds off the bacon to make this ozone fly, so we can just break it. Yeah, we got rhythm, yeah, we got style. Doing all of this just to bring up that smile. Cause when the love is gone, that's when we get the war and terrorism. Shit, living, knocking on the door. Moin! Jo, heute geht es mal wieder um ein Taschenmesser, ein Titan-Framelock-Taschenmesser. Und zwar im Miniaturformat. Ich habe euch vor einiger Zeit da ja schon von Fura Gear so einen kleinen Titan-Stachel vorgestellt. Und jetzt habe ich von HX Outdoors so ein Mini-Modell da. Das schauen wir uns gleich noch ganz in Ruhe an. Erstmal aber wollte ich euch noch von Sanrenmu ein kleines Tool zeigen, nämlich dieses hier. Das habe ich jetzt seit ein paar Wochen mit an meinem Schlüsselbund. Das ist einfach eine Art Karabiner, kann ich hier oben lösen, hat eine Federspannung. Und da kannst du halt Schlüssel oder andere Dinge, kleine Taschenlampen, was man halt so dabei hat, Flaschenöffner, einhängen und schnell wieder lösen. Hier ist noch ein Flaschenöffner mit dabei und das war's im Großen und Ganzen schon. Ich mag solche Sachen immer ganz gerne, bin immer mal wieder auf der Suche nach neuen Karabinern, weil ich mit manchen nicht zufrieden bin, weil die nicht so gut halten, wie ich das gerne hätte. Die werden dann mit der Zeit wieder ausgetauscht. Bei diesem Karabiner war ich mir gar nicht so sicher, wie gut der funktioniert. Hatte da auch Sorge, dass man da doch irgendwie immer gegenkommt und sich das öffnet. Hab das Teil jetzt aber seit knapp 4 Wochen mit am Mann und das ist noch nicht einmal, beziehungsweise der Schlüssel hatte sich noch nicht einmal gelöst. Bekommt soweit von mir also erstmal ein Okay, ist sehr sauber gearbeitet und meinerseits geht dann jetzt an Gearbest nochmal ein dickes Dankeschön raus. Ich habe nämlich diesen Karabiner und auch das Messer von Gearbest kostenlos für eine Videovorstellung zur Verfügung gestellt bekommen. Und wenn ihr Interesse an diesem Teil hier habt, ich meine, das liegt so um die 2,50 Euro. Ich meine so 2,50 Euro, 3 Euro, irgend sowas. Dann findet ihr natürlich einen Link zum Bezug in der Videobeschreibung. Ebenso zu diesem kleinen Titanmesser von HX Outdoors, das wir uns gleich noch genauer anschauen. Auch da findet ihr natürlich einen Bezug zu in der Videobeschreibung. Jo, Sanremo hat da einige Tools am Markt. Hatte da auch schon ein paar von und die waren alle soweit bisher okay. Wer da Erfahrung hat oder irgendwelche Favoriten, gerne mal in die Kommis reinschreiben, was er mit dabei hat. Das Teil wird soweit jetzt erstmal an meinem Schlüsselbund dranbleiben. Ja, und am Schlüsselbund ranmachen könnte man unter anderem diesen Mini-Stachel jetzt hier von HX Outdoors. Das ist schon ein putziges Teil. Gesamtlänge unter 9 cm, da haben wir glaube ich 8,7 cm. 3,5 cm Klingenlänge, davon auch 3,5 cm effektiv scharf, die auch wunderbar scharf ausgeschliffen im Flachschliff. Wir haben hier eine Tanto-Klinge. Miniaturmesser, aber mit einem S35 VN gemarkten Stahl, mit einer Flipperöffnung, mit einem Titan-Framelock, einem Titan-Clip, einem Titan-Backspacer. Hinten noch könntest du wirklich ein super dünnes Bändchen durchfädeln oder aber man macht das an Schlüsselbund ran, als Schlüsselbundmesser. Und das kannst du absolut machen, denn dieses Teil hier, das wiegt gerade mal 17 Gramm. Das ist also mega, mega super leicht. Das merkst du in der Hand gar nicht. Der Framelock macht ganz, ganz sauber zu, keinerlei Spiel. Und beim Fura Gear Modell, das ich euch damals zeigte, auch Klingenstand, wunderbar mittig. Und beim Fura Gear Modell war das ein bisschen knarzig, hatte einen ordentlichen Sticky Lock und hier funktioniert der Flipper erstklassig und auch das Verriegeln. Kein knarziger Lock,
Schon geil, schon ziemlich geil. Und vielleicht erinnern sich ein paar Leute an dieses Design. Wir haben hier nämlich von HX Outdoors, das war das ZDP 006, hieß das, glaube ich, oder nur ZD 006. Und das ist sozusagen der große Bruder davon. Da haben sie das Design doch ziemlich, ziemlich stark auf Miniatur runtergeschrumpft. Und das ist schon ein sehr, sehr geiles Teil. Steht ja im Verdacht, im Ruf von Rike Knives gefertigt zu werden. Wenn man sich die Tourmodelle von Rike Knives, überhaupt die Designs, die Fertigung mal anguckt. Ich hatte ja vor kurzer Zeit erst ein Rike-Modell mit diesem hier, das RK 02 von Rike Knife, mit dem hier gegeneinander gehalten vor der Cam. Und da sieht man schon die gleiche Hardware. Die Struktur, die Verarbeitung sehr, sehr ähnlich. Gleiches Kugellager benutzen die. Jo, und da würde es mich nicht wundern, wenn dieses Miniaturmodell hier auch von Rike Knives gefertigt wird. Wenn da jemand mehr Einblicke hätte, gerne mal ein paar Infos, Kommis hergeben. Rike Knives selbst hat ja so ein paar super coole Mini-Modelle. Die sehen wirklich fantastisch aus. Auch nochmal ein bisschen kunstvoller, ich glaube, mit Damaststahl. Ich werde euch hier mal den Namen des Messers, des Modells reinschieben. Gefällt mir auch verdammt gut. Ja, und ebenso gefällt mir dieses Miniaturmodell. Und das ist wirklich kein Spielzeug, weil wunderbare Fertigungsqualität. Sehr, sehr scharf, out of the box. Natürlich eine sehr begrenzte Klinge. Da sind auch die Anwendungsmöglichkeiten limitiert, gar keine Frage. Aber mit 3,5 cm kannst du absolut Pakete mit öffnen. Das wäre so ein cooler Boxcutter oder mal eine Blisterpackung. Halt, was man so Mini-Arbeiten, Schneidarbeiten, die man auch mit einem Victorinox Classic erledigt. Dazu dann auch mal einen Größenvergleich nochmal. Ja, und da sieht man schon, dass das Classic natürlich winzig ist. Aber das HX Outdoors doch nochmal ein bisschen kürzer, baut dafür ein bisschen breiter auf. Dennoch sehr, sehr cooles Teil. Ich habe jetzt schon viele Sachen aufgezählt, die mir hier gefallen. Im Grunde ist das von vorne bis hinten ein Pro-Teil. Auf die Kontraliste könnte ich jetzt nicht wirklich was packen. Ich vermute mal, manchen wäre der Preis zu hoch. Ich glaube, bei Gearbest werden so um die 60 Euro dafür fällig. Das ist natürlich eine Menge Geld für diesen Mini-Stachel. Für das gewählte, verbaute Material und die hohe Fertigungsqualität mit dem Design geht das für mich aber in Ordnung. Das ist schon ein cooles Teil. Die Leute, die so viel Geld nicht für so ein Miniaturmesser ausgeben, die checken dann lieber das Modell von Fura Gear nochmal aus. Ich werde versuchen, dran zu denken, den Link zum Video mit in die Videobeschreibung zu packen. Jo, und geliefert wird das Teil in dieser Präsentationsbox, in dieser Kunststoffbox. Die hat zugegebenermaßen ganz schön gemüffelt. Die habe ich wirklich mal einen halben Tag draußen stehen lassen. Jetzt geht es einigermaßen. Verschlossen in dem kleinen Briefkuvert. Hat das nicht den schönsten Duft angenommen, dieses Plastikteil hier. Innenliegend, dann mit Schaumstoff ausgepolstert, wo das Messer drin ist. Und eine kleine Kugelkette. Und zwar eine schön gefertigte Kugelkette. Kommt stabiler her als das Zeug, was man sonst kennt. Und das Teil, also wirklich richtig schöne, dicke, kleine Panzerkette. Und das Teil kannst du dann dir, beziehungsweise du kannst das Messer dann an den kleinen Ring hier ran machen und dann als Halskette tragen oder den Ring entfernen, an Schlüsselbund ran machen. Da hast du dann auch noch ein paar Tragemöglichkeiten. Insgesamt ein cooles Paket für um die 60 Euro. Wie gesagt, wo jetzt aktuell der Preis liegt, das kann ich euch gar nicht sagen, müsst ihr da nochmal auschecken. Ich bin wie beim Fura Gear Modell ziemlich, ziemlich beeindruckt von dem Stachel. Und von mir bekommt das eine klare Empfehlung, was die Fertigungsqualität angeht. Sehr, sehr geiles Teil. Alles klar, das war's dann von mir. Ja, immer mal ein Feedback raushauen, was ihr von solchen Miniaturmessern haltet. Keine Ahnung, ich find's ziemlich cool. Alles klar, bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.